Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Outlast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du mich nicht alleine lässt hier in diesem dunklen Gemäuer. Wir müssen, bevor es hier weitergeht, zwei Ventile finden, um diese Apparatur hier bedienen zu können. Die Aufgabenstellung gab es zwar schon mal, aber sei es drum. Und ich weiß auch gar nicht, welchen Sinn das aktuell macht, denn das ist wahrscheinlich die Sprenkleranlage. Wir sind ja im letzten Part durch den Raum gegangen, der gebrannt hat. Da saß ein Patient, der hat alles angezündet. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt löschen sollen, aber es wird schon irgendeinen Sinn haben. Den Vater Martin haben wir getroffen, der uns gesagt hat: Guten Tag. Der uns gesagt hat, dass wir es fast geschafft haben. Aber wir sind nicht allein. Das ist genau der Typ, dem wir schon mal begegnet sind. Und ich kann jetzt einfach nur auf gut Glück, der hat den Kopf verloren, weitergehen auf der Suche. Nach dem Ventil. Nach dem ersten Ventil. Damals schon. Eigentlich war es nicht laut, aber er kommt. Okay, ich glaube, er ist weg. Also das erste Ventil haben wir gleich gefunden. Ich hätte nichts dagegen, wenn das bei dem zweiten Ventil auch so schnell geht. Ich hätte in den Schrank gehen sollen. Ich hätte in den Schrank gehen sollen. Aber ich glaube, er geht wieder.
Okay, jetzt hier geht's tatsächlich durch. Alter, wer bist du? Okay. Macht's gut, ihr beiden. Viel Spaß noch. Mein Gefühl sagt mir aber, wir sind richtig. Bis dann. Okay. Ich glaube, die Luft ist rein. Das ist der Raum. Hier muss irgendwo jetzt ein Ausgang frei sein.
Ich glaube, das haben die Nachbarn gehört. Hauptsache mit Headset spielen. Okay. Wir sind zumindest weiter. Und ich lebe noch. So eben. Vater Martin. Da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Suche Vater Martin. Wir sind draußen. Wir sind zumindest schon mal draußen. Und hier ist auch ein Schlüssel direkt. Für den Wartungsschuppen. Okay, ich glaube, das war Glück, dass wir jetzt links lang gegangen sind, direkt einen Schlüssel gefunden haben. Wir müssen zum Wartungsschuppen. Wir haben tatsächlich noch ein Dokument gefunden. Kurz mal ausprobieren, ob es hier weitergeht. Tut's nicht. Unser persönliches Kreuz. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen. Und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Yeah.
Freunde, wir haben es geschafft. Vorerst. Vater Martin. Wo steckt der Kerl? Was war das denn? Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. War das der Wallrider? Wir sind auf einer Mauer. Scheiße. Was passiert hier? Programmauszug. MKUltra. MKUltra Programm CIA Mori Doc Nummer 140041 Seiten 159 Auszüge an Akte betreff Sonderprojekt Bluebird. Erstens. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, Klammer auf, falls überhaupt, Klammer zu, SI und H-Techniken, Klammer auf, Schlafinduktion und Hypnose, für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens, können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Also Post-H-Kontrolle, Posthypnose. Können wir durch Posthypnose, also nach einer Hypnose quasi, können wir nach einer Hypnose eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht?
Erinnert ihr euch noch an diesen Versuch? Da haben wir das Dokument gefunden. Mit der Frau, die die Pistole genommen hat, die eigentlich normalerweise waffenscheu gewesen ist. Erinnert ihr euch noch? Punkt 7. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Punkt 8. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Punkt 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Und wir sind einmal rumgegangen. Und haben trotzdem nicht den Vater Martin gefunden. Und ich frage mich gerade, wohin? Sollen wir etwa wieder rein? Wir sind eben hier rausgekommen. Und doch hier links rausgegangen. Und hier stand Vater Martin, als wir von der anderen Seite angekommen sind. Da sind wir hier durchgegangen und Vater Martin stand da, wo wir jetzt stehen. Will das Spiel, dass wir hier runterspringen? Tatsache. Da liegt eine Batterie. Okay, wir kommen Gott sei Dank wieder hoch. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Das Gute an der Sache, auch wenn wir jetzt einmal im Kreis gelaufen sind, wir haben die Batterie gefunden, wir haben die Dokumente gefunden und wir haben bereits den Schlüssel gefunden und den Schuppen geöffnet. Und den Wall Rider haben wir auch gesehen. Jetzt fehlt nur noch der richtige Ausgang. Den suchen wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht ist es sogar schon die letzte Folge. Ich hoffe, wir sehen zusammen den Vater Martin wieder und verlassen endlich hier das Gelände. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Part.